Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer Unboxing-Runde mit mir, dem Flo von Zonge. Ich habe mir Diablo 3 Reaper of Souls als Collectors Edition rausgelassen, weil ich ja ein alter Sammler bin. Ich habe ja so viele, man nennt mich auch den Kollektor. Warum das so ist, zeige ich euch vielleicht irgendwann mal, wenn ich gut drauf bin. Okay, Diablo 3 Reaper of Souls, endlich ist es da, nachdem wir ja nicht zur offiziellen Presse gehören, kommt bei uns das Zeug halt auch immer erst dann an, wenn es jeder kriegt. Deswegen tut es mir jetzt schon leid, dass es wirklich nicht mehr so aktuell ist, wie ich es persönlich gerne hätte. Naja, im Großen und Ganzen, die Collectors Edition von Blizzard, also ich finde die immer geil, weil die geben sich schon Mühe. Also man sieht das auch hier wieder, super wertig ausgearbeitet, das Ganze ist auch wirklich schwer, 2,4 Kilo, für eine Collectors Edition wirklich gut. Auch hier, wenn man drüber langt, also schon fast reliefartig, super gemacht. Gefällt mir, also ich bin happy damit. Macht sich auf jeden Fall gut in meiner Vitrine. Was wir wie immer hinten dran haben bei den Blizzard Collectors Editionen ist der komplette Inhalt auf einen Blick. Das kennt man ja soweit schon, was wir hier alles drin haben. Und unter anderem haben wir dann auch die exklusiven Inhalte für das Ingame-Zeug. Und zwar haben wir Diablo 3 Geisterhund und die Ziergegenstände, World of Warcraft Schatzgoblin-Haus. Da bin ich mal gespannt, was der so kann oder macht. Nun gut, im Großen und Ganzen, da steht immer drauf, was drin ist. Was auch nicht schlecht ist. So, machen wir mal unsere schöne Box auf. Jawohl. Fast. Der Geruch von neu macht mich happy. So, wie immer, ist auch schön gemacht hier, Maltael vorne drauf. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der Kerl aussieht oder dass es wie eine 3 ist? Ist es jetzt richtig rum? Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall immer 3. Diablo 3 und ab und zu sieht man immer mal irgendwo was mit einer 3. Cool, ne? Tada! Okay, was uns Sammler ein bisschen stört, ist immer dieses USK-Siegel. Vielleicht geht das ja ab. Ja, das geht auch ab. Aber damit möchte ich euch jetzt nicht langweilen. Das mache ich später, weil das muss ich nicht haben. Echt nicht. So, was haben wir denn hier drin? Wir haben, jawohl, den Soundtrack von Reaper of Souls. Insgesamt, holla die Waldfee, 22 Lieder. Nicht schlecht. Also das ist schon ganz schön viel. Auch hier wieder super schön gemacht. CD sieht auch klasse aus. Also, das kann ich ja ruhig mal so zeigen hier. Super schön gemacht. Also das ist echt schade, dass man das so wenig dann eigentlich zeigt, weil normalerweise ist bei mir immer so, ich ziehe mir das Ding jetzt dann auf den Rechner und dann verschwindet es wieder da, wo es herkam. Der Soundtrack. So, dann haben wir das Spiel, ganz klar. Ist auch drin, Gott sei Dank. natürlich haben wir hier wieder die kostenlosen Probeversionskarten für Hearthstone, Diablo und World of Warcraft. Wenn ihr Freunde habt, die eines dieser Spiele tatsächlich noch nicht spielen sollten, kann man sie damit vielleicht etwas anfixen. Das Spiel, meine Freunde. Dann haben wir wie immer eine schöne Hinter den Kulissen DVD dabei. Sehr schön. Genau, DVD. Und sonst haben wir auch immer mal eine Blu-ray dabei. Oder war das noch bei World of Warcraft? Ich weiß es nicht. Ah ne, die ist da drunter. Ja, hallo. Ah, also Blu-ray befindet sich unter der DVD. Sehr schön. Gefällt mir auch unheimlich gut. Schaue ich mir nämlich gerne an. Sowas interessiert mich immer als Fan. Ja, dann haben wir das viel diskutierte Mauspad, Freunde. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, so, nur ein Mauspad, warum kein USB-Stick und so einen geilen Schädel nochmal, bla bla bla. Warum, wozu, weshalb? Es ist nur ein Add-on und Blizzard haut bei Add-ons eigentlich nie sowas Geiles wie einen USB-Schädel rein. Ne? Deswegen gibt es dieses tolle Mauspad, was wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, es ist in Ordnung, aber also ich werde es nicht benutzen und ich wüsste jetzt auch nicht, wer sowas benutzen würde. Keine Ahnung. Gamer holen sich eigentlich immer so richtige krasse Mauspads. Naja, ein nice to have, sage ich mal. Und last but not least, das wunderschöne Artbook. Also das ist wirklich, warte mal, ich stelle das hier auf die Seite. So. Das Artbook ist immer das, was mich am meisten reizt bei diesen Sachen, weil man sie einzeln, glaube ich, gar nicht so nachkaufen kann. Und hier sind wirklich immer richtig coole Sachen drin.
die mich als Fan halt auch wirklich interessieren und die mein Herz ein bisschen höher schlagen lassen. Ja, doch, doch. Richtig gut gemacht, auch mit den Rüstungen hier. Der Kreuzritter, die neue Klasse aus dem Add-on jetzt dann. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich der so spielen wird. Also wie gesagt, super geil. Ist auch toll gemacht. Auch schon so reliefartig, wie er das Ganze verarbeitet. Wirklich gut. Es riecht so neu. Also wirklich toll. Im Großen und Ganzen für 79 Euro, also mir ist es das wert. Ich kenne auch einige Leute, die sagen, naja, ich weiß nicht. Muss jeder für sich selbst entscheiden am Ende. Und im Großen und Ganzen ist es mir also das schon wert. Man hat einige Background-Infos, man hat ein schönes Artbook, Soundtrack. Ich weiß gar nicht, ob man den einzeln kriegt. Ich glaube es aber auch nicht. Es sind halt so Sachen, so Goodies, die mir zusagen als Sammler. Also von daher ist schon cool. Was ist hier noch drin? Vom Soundtrack? Ah ja. Na gut. Ah ja, okay. Alle, die mitgemacht haben, besonderen Dank. Bliblablub. Schönes Artwork hinten noch drauf. Gehört zum Soundtrack. Alles klar. Ja, schön aufgeräumt. In die Vitrine damit. Und im Großen und Ganzen war's das von mir. Ich hoffe, euch hat es wenigstens ein bisschen gefallen und es war nicht zu langweilig, weil solche Sachen können ja immer so, ne? Weil es jeder schon mal irgendwo gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich auf Kritik bzw. auf Lob auf unserem Channel. Schaut vorbei bei uns auf Facebook oder auf YouTube. Liked uns, abonniert uns, gibt uns Kritik und trollt uns nicht. Ne? Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!